Pause. Ja, wir machen genug Leute. Bam like, bam like. CDU mit 21,9 und Leute. Die FDP mit 10,0%. Die Linke kommt auf 7,9, die FDP auf 7,6 und die AfD auf 4,5%. Rechnerisch könnte das bisherige Dreierbündnis aus CDU, SPD und Grünen weitermachen. Das Hotel- und Gaststättengewerbe fordert trotz Corona-Krise eine konkrete Öffnungsperspektive. Der Präsident des Branchenverbandes, DEHOGA Zöllig, sagte, beim Bund-Länder-Gipfel nächsten Montag in Berlin müsse ein Fahrplan vorgelegt werden. Martin Polanski. Nach einer Umfrage des Verbandes erwägt inzwischen jedes vierte Unternehmen konkret, den Betrieb zu schließen. Bund und Länder müssten bei ihren Gesprächen am kommenden Montag einen Fahrplan vorlegen, wann unter welchen Voraussetzungen die Restaurants und Hotels öffnen dürfen. Zwischen Frankfurt Ost und Offenbacher Kreuz, die besteht nicht mehr.